Die Zwölfe zum Gruß, ihr Lieben. Es geht weiter mit Memoria. Und ja, wir sind hier in dieser heiklen Situation mit den Rondra-Amazonen, die wahrscheinlich nicht super auf Satya zu sprechen sind. Aber vielleicht können wir im Moment mal ein bisschen nachhaken. Wir können halt Fragen nach Gorischer Wüste, Mission, Verwundete oder erstmal Fekina freilassen sagen. Ich fange mal einfach oben an. Gibt es Neuigkeiten vom Schlachtfeld? Die Truppen aus Zorgan sind auf dem Weg nach Ankopal, bereit, das Zentrum des Bösen zu attackieren. Sie warten nur noch auf die Verstärkung, die derzeit in Draconia vor Anker liegt. Derweil sammeln sich die Horden der Finsternis in der Gorischen Wüste. Eine glorreiche Schlacht steht uns bevor. Mhm. Du bist sehr jung für eine Kriegerin. Wenn das Schicksal uns ereilt, können wir nicht warten. Wir müssen handeln, wie uns befohlen. Für Außenstehende ist das schwer zu verstehen. Glaube mir, ich verstehe dich. Vor wenigen Monaten hat unsere oberste Löwin eine Vision unserer Göttin Rondra empfangen. Ein roter, brennender Löwe. Das Symbol unserer Göttin. 20 Ähren, davon nur die Hälfte gereift. Sie stehen für mich und meine Schwestern. Und die Statue einer mächtigen Kriegerin, umschlungen von einer dämonischen Kreatur. Lange haben wir kein so deutliches Zeichen mehr erhalten. Wenn die Löwin spricht, müssen wir gehorchen. Was ist mit deiner Gefährtin? Wir hatten unterhalb der Nebeldecke unser Lager aufgeschlagen, als der Ferkina uns überraschte. Er erdolchte mein Pferd und vergiftete meine Schwester mit seinem Dolch. Wir nahmen ihn gefangen und um weiteren Angriffen zu entgehen, zogen wir uns hierher zurück. Zum Glück ist das Gift harmlos, aber es verleitet zu Fieberträumen und zu Schläfrigkeit. Ja, kann ich verstehen, dass der hier vielleicht auch hängt. Warum lasst ihr den Ferkina nicht frei? Niemals. Er ist gefährlich. Es müsste schon ein göttliches Wunder geschehen, dass ich einen feigen Mörder wie ihn wieder ziehen lasse. Ich werde mich etwas umsehen. Ja, aber nähert euch nicht dem Gefangenen. Ihr werdet sonst schneller einen Pfeil in eurer Hand spüren, als euch lieb ist. Wie nett ihr zu ihr seid. Sie ist genau wie ich. Es wird nicht leicht, ihr Rachmann abzuschwatzen. Es sei denn... Willst du jetzt doch helfen? Ich habe zumindest einen Einfall, aber dafür brauche ich seine Halskette. Was hast du vor? Bringt mir die Kette und ich zeige es euch. Aha, okay. Der Stab kann uns also helfen. Der Stabmann. Die Stabstimme. Ich bin ein bisschen verwundert, dass die mich hier jetzt einfach ehrlich gesagt so laufen lässt und das Gespräch so schnell endet, weil, weiß ich nicht, sie ein ganz schönes Vertrauen hat dafür, dass hier gerade so viel passiert ist, naja. Ich trinke erst, wenn ich weiß, dass ich sicher bin. Aha. Ich habe irgendwie einen Stein eingesammelt oder so. Die Malerei zeigt eine Frau mit einem Kind im Arm. Die Bilder wurden erst in den Felsen geritzt und dann bemalt. Hübsch. Ein Apfel hängt von einem Baum und ein Mann holt ihn herunter. Eine Gruppe Menschen sitzt friedvoll an einem Feuer. Da steht ein Mann mit einem Speer. Die Malerei zeigt eine Frau mit einem Kind im Arm. Das Bild eines Drachen. Okay, ich habe jetzt, glaube ich, alle Bilder durch. Ich kann auch hier nach oben anscheinend gehen. Ich brauche deine Kette. Haltet Abstand vom Ferkina! Holt mir seine Kette und ich zeige euch was. Kann ich da... Dann sagt sie doch was, ne? Wenn ich jetzt hier auch... Ich sehe, was ihr da macht. Und ich rate euch, lasst es sein. Ich muss das indirekter machen. Vielleicht können wir das irgendwie von oben hier machen, damit man hier oben auf dem Felsen oder sowas steht, keine Ahnung. Ich gehe mal hier nach oben. Wenn sie das macht, dann ja. Ja, sie geht rum. Das ist ja gut. Wie weit geht sie denn hierher? Also wir können hier uns irgendwas basteln bestimmt. So, jetzt sind wir hier, dann sieht sie das nämlich nicht. Ich trinke erst, wenn ich weiß, dass... Okay. Helm und Schild? Ihr wollt diesen Kriegsgeweihten allen Ernstes ihre Rüstung rauben? Nein.
Das wäre dumm. Ich habe mich nur eben gefragt, was ich tragen werde, wenn ich in die Schlacht ziehe. Und ob wir dann Seite an Seite kämpfen werden. Ihr könnt euren Tod wirklich nicht erwarten, oder? Wenn du nicht verstehst, dann halt den Mund. Okay, ich würde es aber auch langsam gern wissen. Also ich möchte auch gern mehr über Satya erfahren. Mal schauen. So, komme ich mit dem Stab hier irgendwie an Rachwan? Nee, hier kann ich nichts machen. Ach hier, warte, Ast. Mit bloßen Händen bekomme ich die Äste nicht auseinander. Aha. Mit bloßen Händen nicht, aber vielleicht mit unserem Dolch? Na, das ist ja schon mal was. Jetzt ist er weiter unten. Aha. Das hat sie wohl nicht gemerkt. Ich überlege gerade, auf was das Ganze hinausführen soll, weil wenn ich hier nach unten gehe, dann bin ich ja wieder im Sichtfeld. Da werde ich wohl nichts tun können. Aber ich habe ihn ja jetzt weiter runtergelassen schon mal. War das schon alles? Und wenn ich jetzt einfach mal so hier hinten bleibe, sieht sie das dann wieder? Ich muss das irgendwie hinkriegen. Ach, den Ast habe ich jetzt bei mir. Ach so. Ich sehe, was ihr da macht. Und ich rate euch. Aber wenn sie sich auch immer hier hinstellt, dann ist das ja auch kein Wunder. Ihr wollt diesen... Nein. Solange sie hier liegt, ist das Mädchen beschäftigt. Ein weiterer Stein. Kann ich mit dem Stein und dem Seil und dem Ast oder so irgendwas machen? Mir fehlt die Vision. Ja, mir auch. Ich habe gerade keine Idee, ob ich von da oben wieder, aber ich kann doch hier auch gerade nichts mehr machen. Oder doch? Ich mach mal hier bling bling. Aber bling bling hilft mir nicht. Irgendwie. Ich habe ihn jetzt weiter runtergelassen. Vielleicht soll ich hier irgendwas bauen, sodass die Kette hängen bleibt oder so. Also, dass ich mir das halt nicht so hole, sondern es passiert halt von alleine. Ja, genau. Er schwenkt hier auch so ein bisschen hin und her. Vielleicht kann man da was machen. Wenn ich den Ast von hier aus werfe, würde es das Mädchen sehen. Und ich will nicht noch mehr Fragen beantworten müssen. Ah, okay. Lieber nicht. Ja, ich glaube, die Idee ist vielleicht gar nicht schlecht. Mir fehlt die Vision. Ich darf jetzt nicht den Kopf verlieren. Vor allem seinen nicht. Haben wir auch nichts von. Ich nicht von hier aus werfen. Ich soll es von oben machen, dann sieht sie das nämlich nicht. Gehen wir mal nach oben. Und dann schwimmt der Ast durch das Wasser nämlich runter, ist so meine Denke, und nimmt die Kette mit. Mal gucken, ob das klappt. Fast. Wäre der Wasserstand nur nicht so niedrig. Und den können wir natürlich erhöhen mit dem Stein. Mir fehlt die Vision. Nein. Nein. Das führt doch zu nichts. Aber irgendwo müsste man das doch machen können. Ich darf mein Ziel nicht... Was willst du denn dann? Wie soll ich das denn dann machen? Hä? Ja, verwirrt. Oder soll ich das doch jetzt irgendwie verbinden? Ich sehe keins... Nee... Ich darf jetzt nicht... Irgendwie muss ich das ja hinkriegen. Aber hier beim Wasser kann ich nichts machen. Ich kann ja nur beim großen Wasserfall was ändern. Also die Idee ist ja schon mal gut. Ist ja schon mal schön, dass sie weiß, auf was es hinausläuft. Der Ast wird runtergeworfen, zieht die Kette mit.
und ist halt etwas weiter oben, kommt hier dann oben weiter vorbei, wenn ich den Wasserstand hier höher kriege. Das muss mit dem großen Stein zusammenhängen, weil wenn man den ja irgendwie so ins Wasser packt, dann erhöht sich das natürlich an einer anderen Stelle. Wie kriege ich das aber hin, wenn sie den jetzt so da nicht reinwerfen will? Sie will den da nicht reinlegen und... Das wird niemals gehen. Warum denn nicht? Hier einfach an der Stelle und dann... Nee, das würde wahrscheinlich tatsächlich nicht gehen. Vielleicht ist meine Denke doch gerade falsch. Hat das was mit diesem Helmkram zu tun, oder... Muss ich von hier irgendwas machen? Ich komme nicht ran. Kommst da nicht ran? Das können wir ja ändern. Ich komme nicht ran. Du bist doch hier direkt. Geh doch einfach mal hin. Ich komme nicht ran. Hä? Ich komme nicht. Ich komme nicht. Ihr wollt diesen. Nein. Dann nimm den Stab. Ich komme nicht. Der ist ja größer als der Ast. Keine Ahnung. Was will sie denn jetzt? Besser nicht. Ich brauche ihn. Den Dolch oder ihn? Beide. Wenn ich den Ast von hier aus werfe, würde es das Mädchen sehen. Und ich will nicht noch mehr... Ja, und vor allem, es bringt ja auch nichts. Das führt doch zu nichts. Ach, großer Wasserfall, kleiner Wasserfall. Ah. Ich trinke erst, wenn ich Rache... Aha, warte. Hier können wir das anstauen. Ach, das habe ich so gar nicht gecheckt, dass ich das hier machen kann. Dadurch wird es natürlich da höher. Und jetzt machen wir das Ganze nochmal. Ach so. Okay. Ta-ta-ta-ta. Und wieder ein Rätsel gelöst. So soll's sein. Klasse. Cool, jetzt haben wir die Halskette. Ohne, dass sie... Danke. Ja. Ihr erinnert euch vielleicht, dass ich euch in der Grabkammer eine Vision schickte. Als Erklärung für das Blutritual. Du meinst das Bild von meiner blutenden Hand, der glimmenden Räucherschale und dir? Richtig. Nun, ihr könnt mit dem Gefangenen nicht reden, da das Mädchen sonst Verdacht schöpft. Aber ihr könnt ihm eine Vision schicken und ihn auffordern, sich mit ihr gutzustellen. Und wie? Mit dem Zauber des Visionenschickens, den ich nun in eure Hände lege. Wahnsinn, wir können Visionen schicken. Das ist ja cool. Richtet ihn auf die Halskette in eurer Tasche und ich erkläre euch alles Weitere. Okay. Der Zauber wirkt nur auf jemanden, von dem ihr einen persönlichen Gegenstand besitzt. Und ihr könnt auch nur Visionen von Dingen schicken, die ihr in der Nähe seht. Sagt dem Gefangenen nun ganz allein über 3 Visionen, dass er sich mit der Amazone gutstellen soll. Ganz allein über 3 Visionen? Ja. Richtet seine Aufmerksamkeit auf seine Peinigerin, dann auf ihn und letztlich auf ein Symbol für Freundschaft und Geselligkeit. Er wird diese 3 Dinge unweigerlich zusammen denken und sich nicht dagegen wehren können. Die Reihenfolge der Visionen spielt dabei keine Rolle. Also erst... Auf die Gegnerin, dann auf ihn. Ja, dann. Machen wir das mal. Hab ich doch jetzt. Was mache ich jetzt? Ach so, hier. Was? Die Frau? Dann ja wohl. Aha. Kann ich hier das auch nehmen? Ich dachte, das reicht jetzt, wenn ich sie, ihn und... Wieso ist denn das hier so kompliziert mit denen hier an der Seite? Das ist ja irgendwie komisch. Ach, Rachwan geht ja aber. Geht also doch. Okay, ja. Sie, er und jetzt ein Symbol für Freundschaft. Jagd. Lagerfeuer. Obst. Was mache ich denn da? Amazonenschild? Wohl eher nicht. Wasserfall. Dann nehme ich hier... Ich nehme dann mal das Lagerfeuer oder
Was soll ich denn sonst nehmen? Höchstens... Nee, nicht, dass er denkt, er soll Kinder kriegen mit ihr. So, Frau mit Kind war das doch. Ich nehme mal dann das Lagerfeuer. Das richtig so? Alle Glück zu, Lascha Savcha. Sei still! Es hat nicht geklappt. Abwarten. Zul, Asavcha. Bitte, erfüllt mir einen Gefallen. Nehmt diesen Fetzen von meinem Umhang und knebelt dem Ferkina den Mund. Keine Tochter Rondras hat eine solche Beschimpfung verdient. Scheiße. Ups. Aber wenigstens habe ich jetzt irgendwie so ein Objekt mehr bekommen. Das hat nicht geklappt. Was war denn das mit dem Lagerfeuer nochmal? War das nicht freundschaftlich genug? Eine Gruppe Menschen sitzt friedvoll an einem Feuer. Doch, das ist doch irgendwie friedvoll. Die sitzen da zusammen und reden. Ich dachte, das passt ganz gut eigentlich. Was mache ich denn da? Weil Helm und Schild ist für mich jetzt nicht gerade freundschaftlich. Ich glaube, das muss ich nochmal machen. Die Malerei zeigt eine Frau mit einem Kind im Arm. Ja, ich meine, man kann es natürlich damit auch nochmal probieren, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es darauf hinauslaufen soll. Habe ich das jetzt hier irgendwie... Ach, ich versuch's einfach nochmal. So. Richtet den Zauber... Ja, auf die Halskette, genau. So. Sie. Er. Und man könnte jetzt nochmal Amazonenschild nehmen... Aber ich nehme jetzt mal hier Frau mit Kind. Bin ja mal gespannt, was dabei rauskommt. Schon los. Hallo? Was war jetzt? Jetzt liebt er sie, oder was? Auch meine Katze hier, die kommt die ganze Zeit an und stört mich. Das ist jetzt nichts passiert. Ein Stück vom Umhang der jungen Amazone. Das war einfach noch nicht richtig, glaube ich. Ich nehme mal hier das mit dem Schild. Was passiert da jetzt? Schulurs. Er sagt immer Schulurs. Ich weiß nicht, was das heißt. Irgendeine Beleidigung. Keine Ahnung. Malerei, Mann, Drache, Jagd, Lagerfeuer. Ich finde das mit dem Lagerfeuer eigentlich am besten, so am friedvollsten. Ich stehe stets zu euch. Der Stab will, dass ich seinen Zauber darauf richte. Ja. Habe ich sonst irgendein Symbol übersehen? Nee. Habe ich mich jetzt hier irgendwie vertan? Wir waren ja auch hier in diesem Storylog noch gar nicht drin. Klickt auf die Bildfragmente in der oberen Hälfte, um die wichtigsten Informationen, bla 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 bla. Nachdem Fahi Geron versprochen hat, Nuri zurückzunehmen, verschwindet er spurlos. Ja. Was ist denn jetzt hier? Wo sind wir denn hier? Ich dachte, das ist jetzt hier so ein bisschen... Hier steht jetzt auch nicht nochmal das, was der Stab gesagt hat. Sollte ich die junge Amazone nehmen oder sollte ich die alte nehmen, dass er sich mit ihr anfreundet? Bin da irgendwie gerade, vielleicht ist das ja der Fehler. Bin irgendwie gerade irritiert, warum es nicht klappt. Soll ich die alte sonst mal nehmen? Alte. Er. Lagerfeuer. Schulurs. Wenn er immer nur noch das sagt, ich weiß auch nicht, was soll ich tun? Au! Er hat versucht, mich zu beißen. Soll er das Mädchen ruhig beschimpfen? Das ist es mir nicht wert. Ich muss weiter eine richtige Vision schicken. Es war einfach noch nicht richtig. Ich versuch's nochmal mit der alten statt mit der jungen.
Hier, nimmt mal Wasserfall. Mensha Isona. Ich... Hm. Aber ich will immer auf ihn klicken. Also, die Junge. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, ich soll die Junge. Er. Nochmal Wasser. Mensha Isona. Klappt auch nicht. Hä? Ich finde hier halt keine gute Vermittlung irgendwie als Symbol für Freundschaft. Ich denke mir, es müsste eins von diesen Dingern hier sein, aber für mich ist da, wie gesagt, das Lagerfeuer am freundschaftlichsten, aber das bringt ja anscheinend nichts. Obwohl sie könnte ja als Person auch das Symbol für Freundschaft sein. Keine Ahnung, ich mach mal. Mensha Isona. Sie wollte ja auch, dass er stirbt, also glaube ich nicht, dass das richtig ist. So einfach geht das nicht. Ihr braucht dafür etwas wie die Halskette des Ferkina. Einen persönlichen Gegenstand von ihr und darauf richtet ihr dann den Zauber. Sollen wir ihr dann vielleicht auch mal so eine Vision schicken und nicht nur ihm? Aber warum sagt er das dann nicht? Ich komme nicht ran. Müssen wir das dann auch wieder von hier oben machen, dass wir uns was basteln, damit wir an ihre Sachen kommen als persönlichen Gegenstand? Dann könnten wir ihm und ihr eine positive Botschaft schicken. Aber vielleicht nehme ich da gerade einen Schritt zu weit hinaus und muss es einfach erstmal mit ihm überhaupt schaffen. Vielleicht kommt danach dann nämlich, ach, jetzt muss sie auf und dann vertragen sie sich. Könnte ja gut sein. Was habe ich denn noch nicht ausprobiert? Obst. lecker Obst essen zusammen. Schulurs. Ah ja, Schulurs. Werde ich gleich beleidigt. Ja, ich habe den Dreh irgendwie noch nicht raus. Ich muss mal gucken, wie ich das so richtig mache. Ich habe keinen Plan, wo ich hier das Thema Freundschaft irgendwie besser aufgreifen könnte, aber ich krieg den Dreh bestimmt noch raus. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dann.